FSK 93, der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Wir sind schon bereits in der letzten Sendung auf die selbsthassenden Juden eingegangen, zu denen Antisemiten eine ungeheure Obsession haben. Obsession heißt auf Deutsch so viel wie Besessenheit und ist im 19. Jahrhundert von dem Psychiater Morell in die klinische Sprache eingeführt worden. Im Unterschied zu Patienten mit anderen psychischen Störungen seien sich die Betroffenen dabei durchaus bewusst, dass ihre Obsession unsinnig ist. Dennoch gelinge es ihnen nicht, sich hiervon zu befreien. Und weiter heißt es, wie Osen berichtete, werden schwere Formen einer Zwangserkrankung mitunter als Angststörung oder Schizophrenie fehlinterpretiert. Infolgedessen weist man die Betroffenen in eine psychiatrische Klinik ein. Anders als weiterhin angenommen, lassen sich Zwangsstörungen inzwischen gut behandeln. Bewährt hat sich insbesondere die Verhaltenstherapie. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen sprechen bis zu 70% der Betroffenen auf eine solche Maßnahme an. Durch gezielte Konfrontation mit dem belastenden Ritual lernt der Kranke dabei, sein Verhalten zu ändern und die damit verbundenen Ängste abzubauen. Nun gut, das ist die klinische Seite. Ob nun das bei den Antisemiten auch hilft, dass man ihnen ihr Lied vorspielt, oder ob sie dann nicht eher mitgrölen, ist allerdings fraglich. Schließlich ist die Zwangsstörung nicht individuell, sondern kollektiv und politisch. Am Anfang dieses Monats konnte ich mich davon überzeugen, als ich in Bremen eine Veranstaltung besuchte, wo Leute mit solchen Obsessionen diese reproduzierten, anstatt ihr Verhalten zu ändern. Diese wurden dort zum Thema gemacht. Die Veranstaltung hieß zur Kritik Bremer Zustände, Israel Obsessionen am Beispiel Arn Strohmeiers. Bevor diese Veranstaltung überhaupt begonnen hatte, hatte ein gewisser Detlef Grieche schon reagiert, also bevor sie stattgefunden hat, und weil sie doch ganz anders war, als er es erwartete, während der Veranstaltung doch überschwieg. Zumal der Veranstalter diese Reaktion von den Beiträgen schon vollständig verlas. Zur Einstimmung lese ich das E-Mail vor und kommentiere dazwischen durch. Das alles soll zur Einstimmung in das Thema gelten und die Aktualität betonen. Also in dieser E-Mail hieß es: Liebe Nahostinteressierte und Interessierte an Toleranz, Völkerverständigung und sachlich-kritischem Dialog. Vielleicht hat der eine oder die andere schon von der oben genannten Veranstaltung am 1.6. gehört. Also Völkerverständigung mit Israel ist natürlich nicht gemeint, Toleranz gegenüber dem jüdischen Staat erst recht nicht. Und sachlich-kritischer Dialog bestand wohl mehr darin, sich in Bremen als Inspekteure auszugeben und gegen Waren aus Israel, die von Palästinensern gegen gute Bezahlung von israelischen Firmen hergestellt werden, die sie allerdings verlieren, ihre Anstellung, wenn der Protest Erfolg hat, zu protestieren und obendrein die Kennzeichnung in Amtsanmaßung zu überprüfen. Wir kennen das ja aus der guten alten Zeit. Kauf nicht bei Juden. Weiter in dem Text. Ich persönlich habe noch nie eine Veranstaltung der DIG, also das ist die Deutsch-Israelische Gesellschaft, besucht. Dort war ein Vortragender dabei. Oder gar gestört. Meines Wissens hat auch sonst noch nie ein mir bekannter Mitstreiter Veranstaltungen der DIG oder ähnliches gestört. Schon gar nicht wurde jemals versucht, Veranstaltungen, die die völkerrechtswidrige Besatzungspolitik mit allen ihren tagtäglichen, weltweit geächteten und bekannten Unterdrückungsmethoden der israelischen Regierungspolitik verteidigen und gutheißen, Tagungsräume zu entziehen, wie das umgekehrt inzwischen ja auch öffentlich dokumentiert seit Jahren durch die DEG-Vorsitzenden, zum Teil sogar unverfroren, in schriftlicher Form geschieht,
an Direktorinnen und Geschäftsführer der entsprechenden Institutionen und Häuser. Aber jetzt deutet sich eine neue Qualität von Diffamierungen, Rufmordkampagnen und an Einzelpersonen orientierte Hassausbrüche an. Nachdem nach der unsäglichen Kampagne gegen Arndt Strohmeier anlässlich der zunächst abgesagten Veranstaltung in den Weserterrassen in Bremen bestens bekannte honorige Persönlichkeiten das Buch gelesen hatten, der Vorstand der Weserterrassen die Vorwürfe des Antisemitismus einstimmig zurückgewiesen hatte und die Veranstaltung vor vollem Haus ohne Probleme stattfand, nimmt die DEG sich sogar die radikalsten und übelsten Vertreter der sogenannten Antideutschen, kann man googeln bei Interesse, zu Hilfe und kündigt eine Veranstaltung an mit dem Titel »Zur Kritik Bremer Zustände – Israel-Obsession am Beispiel von Arndt Strohmeier«, über die ja nun zur Zeit der Abfassung dieser E-Mail nichts bekannt war. Nachdem sich mein ungläubiges Staunen gelegt hatte, habe ich recherchiert, schreibt er dann weiter, was man unter Obsession verstehen kann, damit ich keine haltlosen Vorwürfe in die Welt setze. Die Hauptbedeutungen, die hier in Frage kommen sind, eine Obsession ist bildungssprachlich eine mit Besessenheit verfolgte Leidenschaft oder Fixierung auf ein bestimmtes Thema. Im psychologischen Sinne sind Obsessionen Zwangsvorstellungen, also Gedanken, zwanghafte Ideen oder auch Gefühle, von denen jemand ohne eigenes Zutun immer wieder heimgesucht wird und die oft als beängstigend empfunden werden. Da, wie man weiß, Strohmeier keineswegs auf ein Thema fixiert ist, sondern auch Reisebücher schreibt und Faschismusspuren in der Region Bremen aufgearbeitet hat, können die Veranstalter wohl nur die psychologische Deutungsvariante meinen. Ein ungeheurer Vorwurf, den es vergleichbar aus meiner Sicht bislang so noch nicht in Bremen gegeben hat. Bremen als Stadt wird erneut diffamiert und eine Einzelperson zielgerichtet öffentlich verunglimpft. Leider kein absurdes Theater, sondern bittere, unglaubliche Realität eines verbohrten Dogmatismus von Leuten, die ansonsten stets in das Horn der Völkerverständigung, der Toleranz und des offenen Diskurses blasen. Nun gut. Der Mann weiß nicht, was eine Obsession ist und hat gegoogelt, was das Zeugs hält. Die Obsession einer kleinen Gruppe von Antisemiten hält er allerdings für die Bremens. Aber Größenwahnsinn hilft ja vielleicht ein wenig gegen das Gefühl der Ohnmacht. Aber dem gesellt sich gleichermaßen der Mechanismus der Projektion, was dem politischen Feind unterstellt wird, entlarvt die eigene Vorgehensweise. Der namentlich nicht genannte Korrespondent der Jerusalem Post, der nun nur namentlich nicht erwähnt wird, weil er es tatsächlich ist und das sogenannte sich sofort als Lüge entlarven würde, macht sich gern unbeliebt bei Antisemiten, besonders im speziellen Fall der Antizionisten und heißt Benjamin Weintal, wie jeder Kenner, der die Jerusalem Post mal liest, weiß. Und es geht dann weiter in dem Text. Hier haben wir es nicht nur mit Methoden des inzwischen bundesweit bekannten sogenannten Korrespondenten der Jerusalem Post aus Berlin zu tun, der sich als am Rande der Legalität bewegende Antisemitismus-Keulenschwinger überall denunziatorisch betätigt, wo israelkritische Veranstaltungen geplant sind, immer nach der gleichen Methode, Vorwurf mit dem absurden Höhepunkt, Bremen sei eine Hochburg des Antisemitismus, sondern mit einer zusätzlichen neuen Qualität des verbalen Totschlags ad personam. Wer zu dieser Veranstaltung gehen möchte, möchte sich nicht provozieren lassen oder gar selbst provokativ auftreten, denn Aussagen werden, wie man inzwischen hinlänglich weiß, verfälscht, überregional weitergegeben und bieten lediglich neues, perfides Material für diese die Realität in Israel ausblendenden Freunde Israels. Was der Detlef gerne hätte, ist die Art von Zensur, die bei seinen Palästinenserfreunden ja gang und gäbe ist. Die Journalisten, die Unliebsames veröffentlichen, werden ja dort sehr gern bedroht, daran erkennt, dass jede Kritik am Antisemitismus als Totschlag, totalitär und Staatsräson zu denunzieren versucht wird. Und jetzt geht es weiter. Es scheint mir an der Zeit, dass verantwortliche Politiker und Rechtsinstitutionen in Bremen
sich diese Methoden, die man eigentlich nur aus totalitären Systemen kennt, anschauen und hinterfragen, anstatt sich hinter der sogenannten Political Correctness und die von der Kanzlerin ausgerufenen Staatsräson in Bezug auf Israel zurückzuziehen. Nicht nur andere europäische Staaten, sondern neuerdings auch überregionale Medien wie der Spiegel und selbst die Fernsender senden inzwischen ungeschminkte Berichte über die Apartheidstendenzen und die schleichende ethnische Säuberung und Entarabisierung, wenn auch meist spät am Tage. Wer sehen will, was passiert, kann das alles sehen. Ein Vorteil auch unserer neuen Medienwelt des Internet. Mit besten Grüßen, Detlef. Immerhin wird ja zum Schluss, wenn auch unfreiwillig, zugegeben, dass in der Medienwelt ungeschminkter Antisemitismus keine Seltenheit mehr ist. Dass an allen Ecken und Kanten Israel-Kritik verbreitet wird, die man nur, wenn man blind und taub ist, als nicht antisemitisch bezeichnen kann. Die überflüssige Frage, wann Israel-Kritik antisemitisch ist, ist überflüssig, weil es keine Deutschland-Kritik, China-Kritik, Iran-Kritik oder andere der 194 Staaten der UNO-Kritik gibt, wo wesentlich es mehr zu kritisieren gäbe, als ausgerechnet an einem kleinen Staat, der gerade mal so groß wie Hessen ist. Israel zu kritisieren ist nicht nur in Deutschland Obsession und es ist genau besehen lächerlich, wenn behauptet wird, so eine Kritik, die ausufernd praktiziert wird, dürfe man hierzulande ja nicht äußern, weil es gegen die Staatsräson stünde. Kein Wunder also, warum die Antisemiten ständig auf der Suche nach judenhassenden Juden, israelhassenden Israelis sind. Warum es schon im Mittelalter so etwas gibt wie jüdische Antisemiten, hatte ich in den letzten Sendungen bereits dargestellt. Und daran wird noch dies überschreiten, gleich noch anhand der Analyse von Sander L. Gilman in Jüdischer Selbsthass weitergeführt. Aber es soll ja auch darum gehen, anknüpfend an aktuellen Symptomen der Judenfeindschaft, die natürlich nie eine sein will, die Funktion der judenhassenden Juden für den Antisemitismus zu thematisieren. Hermann Kuhn, jetzt kommen wir nochmals auf diese Veranstaltung zurück, war einer der Redner auf der vorhin erwähnten Veranstaltung. Er war sehr zurückhaltend und sah von den schlimmeren politischen Aktivitäten von Arne Strohmeier, also etwa die Boykottbewegung gegen Israel ab, also das kauft nicht bei Juden, sondern kritisierte nur das Buch, wobei wohl gar nichts übrig blieb, was sich nicht als Blödsinn erwies, aber so originell wieder auch nicht war. Ich zitiere das ja auch nicht wegen eines außerhalb von Bremen gänzlich unbekannten Autors, um ihn als Antisemiten zu outen, das können solche Autoren auch selber viel besser, sondern vor allem wegen der Beobachtung, die er paradigmatisch für Israel bezogene Judenfeindschaft an einem Autoren gemacht hat. Aber lassen wir den Hermann Kuhn zu Wort kommen. Also er behandelt das Buch. Ich nehme nur einen Aspekt, der jetzt für das Spätere dann wichtig wird. Dem Buch vorangestellt sind zwei Israel- und Zionismuskritische Zitate. Eines von der amerikanisch-jüdischen Autorin Sarah Roy und eines von Abraham Burg, dem ehemaligen Präsidenten der Jewish Agency. Strohmeier zitiert überhaupt in diesem Buch sehr viel. Das ist nicht ungewöhnlich, kann man ja auch nicht vorwerfen. Ungewöhnlich ist, dass er fast ausschließlich jüdische Autoren und Autoren zitiert. Und dass er jedes Mal ausdrücklich hervorhebt, dass seine Kronzeugen jüdisch sind, an sehr vielen Stellen mit dem Zusatz, selbst der Jude XY oder sogar der israelische Autor YZ. Ich stimme diesen Sogar-Juden in der Sache meist nicht zu. Aber ich bin froh, dass es in der jüdischen Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft auch die zionismuskritischen Auffassungen gibt, die es zitiert. Sie zeugen von Selbstbefragung, von einer hohen Sensibilität und vor allem von der Freiheit des Denkens, die die jüdische Tradition bis heute ausmacht. Dafür liebe ich das Land und seine Menschen. Ich wäre aber auch sehr froh, wenn sich arabische Intellektuelle ebenso klar in Kritik und Selbstkritik an ihrer Gesellschaft, ihren Staat wenden könnten. Wie es solchen Intellektuellen geht, wie es unliebsamen Journalisten geht, ist ja bekannt. Da kann man schon mal seine Körpergröße um eine Kopflänge kürzer bekommen.
Aber auf einen anderen und folgenden Punkt kommt es mir jetzt an, den auch schon Richard Sennett als Tyrannei der Intimität kritisiert hatte. Die Suche nach Authentizität jüdischer Kronzeugen für Thesen, für die sich jeder Jude schämen muss. Und es geht weiter jetzt im Text von dem Kuhn. Meine Frage an S. ist nur, glaubt er, dass Juden eine größere angeborene Nähe zur Wahrheit haben? Wird eine Behauptung richtiger oder falscher, wenn eine Jüdin, ein Jude sie aufstellt? Würde die Behauptung, dass Deutschland schon fast islamisiert ist, richtiger, wenn sie von einer Muslima kommt? Welche Vorstellung über wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs hat Strohmeier, wenn jedenfalls bestimmte, Juden als a priori glaubwürdiger gelten? Da es im Weiteren eher ernst wird, will ich Ihnen zunächst ein eher skurriles Beispiel vortragen für diese Manie, die zugleich ein grundlegender Irrtum ist. So zitiert es die, wieder mit Betonung, israelische Autorin Iris Hefetz. Um damit die grundsätzliche Paranoia der israelischen Gesellschaft insgesamt zu beweisen. Iris Hefetz sagt, fast alle meine israelischen Freunde sind irgendwie betäubt, entweder sie kiffen ständig, trinken viel oder rauchen übermäßig. Wir kennen Hefetz Freunde nicht, aber wir können einen Blick auf die Fakten werfen. Israel belegt weltweit den letzten Platz aller westlichen Staaten beim Alkoholkonsum. Nur die muslimisch geprägten Staaten sind noch darunter. Das ist ja auch verboten, nicht? Wie man weiß. Bei einer weltweiten Weltgesundheitsorganisation-Untersuchung in 17 repräsentativen Ländern belegt Israel den 15. Platz beim Tabakkonsum. Bei der Einnahme von Antidepressiva liegt Israel auf dem viertletzten Platz in der Welt. Und was scheren uns die Fakten, wenn es denn sogar eine Israelin sagt? Die tiefe Ursache für diese Manie von Herrn S. ist der Versuch, sich schon dadurch vom Vorwurf des Antisemitismus freisprechen zu können. Seht her, meine Brüder im Geiste sind ja selbst Juden. Die sind ja wohl unmöglich Israel-Hasser. Und wie könnte ich das dann sein? Nun gut, wir werden sehen. Der Grundzug des Buchs von S. ist der Versuch, seine Kritik am Zionismus und an Israel gegen Fakten immun zu machen, indem er alles auf die Ebene schiebt, Antisemitismus oder nicht. Dazu muss er zunächst einen Popanz aufbauen. In allen Varianten wiederholt er den Satz, Unterstützer und Propagandisten Israels unterstellen den Kritikern der israelischen Politik grundsätzlich antisemitische Motive. Da führt er dann 5 Textstellen an als Beispiel. Oder noch schöner, weil scheinlinks, Antisemitismus ist zum politischen Kampfbegriff geworden und das Ziel der Denunziation ist klar, jede Kritik am Neoliberalismus und natürlich an Israels Politik zum Verstummen zu bringen. Und deshalb arbeiten die zionistischen Juden selbst aktiv am Antisemitismus. Denn der Zionismus ist ohne Antisemitismus nicht denkbar, er muss an seiner Fortexistenz festhalten. Wenn der Antisemitismus ansteige, herrsche im zionistischen Hinterzimmern ein gewisses Gefühl der Erleichterung, wo der sich immer so alles einschleicht. Der größte Albtraum des Zionismus wäre ein Ende des Antisemitismus. Die Bedrohung durch den Antisemitismus wird wie andere Bedrohungen, unabhängig, ob sie real sind oder fiktiv, vom israelischen Staat offiziell gefördert, ideologisiert und instrumentalisiert. Das sind also alles Strohmeier-Zitate. Dass die Juden selbst schuld am Antisemitismus sind, ist ein antisemitischer Klassiker. Dass sie den Antisemitismus bewusst fördern, ist eine interessante Weiterentwicklung. Einen aktuellen Anstoß für das vorliegende Buch haben offensichtlich Kritik an den Demonstrationen während des Gaza-Kriegs im Sommer 2014 gegeben. Als antisemitisch wurden damals Parolen kritisiert wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas und Plakate mit von bluttriefenden Juden mit der Anklage Kindermörder Israel, die ganz offensichtlich auf uralte antisemitische Stereotype zurückgriffen. Für S. ist das aber kein Antisemitismus, nur berechtigter Hass auf Israel. Wer mag, kann natürlich lange streiten, ob etwa die Mail an den Botschafter Israels im August 2014, da heißt es, zerstört Israel, Juden sind das Übel der Welt, nun Antisemitismus oder nur Hass wegen des Gazakrieges war.
zitiert aus dem Redemanuskript von Hermann Kuhn, das Ganze. Es ist im Internet zugänglich gemacht worden und leicht zu finden, wenn man nach der Veranstaltung sucht. Aber wir wollten ja wissen, warum Antisemiten so gern Juden zitieren, insbesondere solche, die einen Knacks haben, nur Freunde haben, wie das ja da bei der Hefitz heißt, Drogen, Alkohol zugeneigt sind und blödes Zeugs reden. Also um sogar Juden, den Ausdruck finde ich ja ganz schön, weil er eine lange Tradition jüdischen Antisemitismus kurz auf den Begriff bringt. Darüber möchte ich nun etwas mit Sandra L. Gilmans Jüdischer Selbsthass, so heißt das Buch, hinausgehen, das den Untertitel Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden trägt. Hierbei soll, was wir bereits dargelegt haben, dass die Opfer die Auffassung der Täter übernehmen, als produktiver Grund jüdischen Selbsthasses noch einmal aufgegriffen werden. Ich zitiere Gilman. Zentral für die Wahrnehmung der Juden in der westlichen und christlichen Welt ist die Vorstellung, es gebe einen angeborenen Unterschied, der sich in der jüdischen Art des Umgangs mit Sprache zeige. Sei es die jeweilige Landessprache, sei es die Sprache der Religion und des Ritus. Die Sprache der Juden wird dabei als verdorben betrachtet, als eine Sprache, die alles zersetze, womit sie in Kontakt kommt. Das gilt von frühchristlicher Zeit an bis heute. Häufig wird behauptet, der sogenannte Rassenantisemitismus, der wissenschaftliche Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts, habe zu einem grundsätzlichen Bruch mit der mittelalterlichen Tradition religionsbedingten Judenhasses geführt, da er sich selbst ausdrücklich als atheistisch verstand. Aber diese Auffassung verkennt die Art, wie religiöse Modelle durch die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts säkularisiert wurden. In Wirklichkeit erfolgte im Lauf des 18. und 19. Jahrhunderts nur eine Säkularisierung des Judenbildes, wie es sich in religiösen Zusammenhängen fand. Diese Dinge hatten wir auch schon angesprochen, etwa wie die Christen die Weigerung der Juden, Jesus als Messias anzuerkennen und sich zum Christentum zu bekehren, als Zeugnis für ihre Minderwertigkeit galt. Sie seien halt verstockt, blind und starrköpfig. Und der Nachvollzug der Kreuzigung Christi ist ja ein jährlich wiederholtes Ritual bei den Christen. Daneben spielt die angeblich biologisch determinierte Eigenschaft der Juden, die ihre angebliche Rolle bei der Entstehung des Kapitalismus oder Kommunismus, halt so wie man es als Antisemit gerade braucht, bedinge. Die verborgene Sprache der Juden, das Mauscheln oder ein Jargon, so eine Art Gaunersprache, wo das Wort Jargon ja herkommt, ist das Gegenstück zu dem zu jüdisch klingenden Juden. Der Antisemit biegt sich das halt so hin. 1942 sagt Bischof Joseph Frings, der Erzbischof von Köln, der Jude sei nicht unseren Blutes und spricht nicht unsere Sprache. Die Sprache der Juden sei das Spiegelbild ihrer Verderbtheit, die etwa in Jiddischen am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Allerdings kann man gegen eine solche Betrachtungsweise, die man sogar bei Juden hassenden Juden wie Karl Kraus noch findet, eine überdurchschnittliche Meisterschaft im Umgang der Sprache und der Diskurse ihres jeweiligen Gastlandes beobachten. Das bewog Adorno davon zu sprechen, dass Antisemitismus das Gericht über die Juden sei und Fremdwörter seien die Juden der Sprache. Gilman knüpft daran an, wie der Jude im Antisemiten zustande kommt. Juden sind das Produkt von Sprache und Wörter werden zur Entsprechung des antisemitischen Bildes vom wandernden oder kosmopolitischen Juden. Die Sprache des Antisemiten definiert hier das Wesen des Juden und seine Sprechweise. Damit wird der Jude zum Handelnden, der eine verdorbene Sprache spricht und gleichzeitig seine verdorbene Sprechweise zur Verkörperung des jüdischen Wesens. Den Sprachpuristen der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts galt das Mauscheln oder Mauscheldeutsch, wie man das Deutsch der Ostjuden nannte, als die verdorbenste Sprechart des Deutschen. Das wirkte, wie Gilman auffasst, natürlich auch auf die Juden. Nun kann er auch nicht, was niemand kann, in die Köpfe hineinschauen, wenn er über jüdischen Selbsthass spricht, sondern er ist auf die Konkretisierung dieses Denkens und Fühlens in der Kultur in einer Gesellschaft angewiesen, wie sie in Büchern und Zeitschriften, in bildender Kunst und Theater und so fort aufscheint. Gilman zitiert
George Eliot, die das Problem in ihrem Titelheld Daniel Deoranda charakterisiert. Interessant ist ja, wogegen sie anschreibt. Eliot, die an anderer Stelle im Roman die natürliche Empfänglichkeit ihres jüdischen Titelhelden für die magische Sprache der Juden, das Hebräische, betont, schreibt gegen das Bild vom Juden an, der versucht, sich der europäischen Gesellschaft durch seinen Selbsthass anzubiedern. Eliot bringt den Selbsthass, wenn auch in einem sehr speziellen Kontext, damit im Zusammenhang, dass Juden die Existenz des Mythos von der Andersartigkeit ihrer Sprache bewusst ist. Denn der selbsthassende Jude ist Schauspieler, also jemand, für den die Beherrschung der Sprache seiner Umgebung zum Handwerkszeug gehört. Ähnliches gilt für die selbsthassenden Juden, mit denen wir uns hier beschäftigen. Es handelt sich um Schriftsteller, um Menschen also, die auf Sprache bauen, um Anerkennung und Einfluss zu gewinnen. Wie sie auch schreiben, ob literarisch oder wissenschaftlich, immer verwenden sie Sprache voller Angst, sie anders zu benutzen als die jeweils anderen, auf eine Weise, die als jüdisch aufgefasst werden könnte. Und ein Stück weiter heißt es, der Jude als Schreibender sagt sich, ich schreibe für ein Publikum, das meine Meisterschaft im Umgang mit Sprache erkennt und anerkennt. Sobald ich aber die jüdische Frage berühre, beschwöre ich die Hirngespenste über die verborgene Sprache der Juden herauf und setze so die Anerkennung meiner Meisterschaft wieder aufs Spiel. Für solche Schriftsteller ist ihre Sprachmeisterschaft von existenzieller Wichtigkeit, da sie durch sie zu zeigen versuchen, wie sehr sie sich von dem Bild des anderen unterscheiden, das sie ihrerseits verinnerlicht haben. Schemen zeigt, dass historisch der westliche Mythos vom besonderen Wesen der Sprache auf die Trennung der Frühkirche vom Judaismus zurückgeht. Christus macht ja bekanntlich das Verbindende und gleichzeitig Trennende von Christentum und Judentum aus. Dass hier auch judenfeindliche Tendenzen aus der Gnostik, man denke an Marc Jun, drinstecken, kann ich hier nur erwähnen und übergehe die Texte, an denen Gilman es festmacht. Augustinus, der in seiner Frühzeit gnostische Tendenzen hatte, fasst zusammen, wie diese Zeit in den Kanon der christlichen Theologie einging. Die Tora wird zum Alten Testament und die verborgene Sprache der Juden verschwindet aus der Frühkirche. Die Kirche trennt sich von der Synagoge und Augustinus formuliert jetzt der Satz, das Neue Testament ist im Alten verborgen, das Alte Testament enthüllt sich im Neuen. Schilmann deutet das folgendermaßen. Die Rhetorik des europäischen Antisemitismus wurzelt in der Kontinuität des christlichen Judenbildes. Das Christentum liefert somit den gesamten Wortschatz für die Bezeichnung der Andersartigkeit im westlichen Europa, in Nordamerika, und zwar sowohl in der offenkundig religiösen Sprache als auch in der säkularisierten Sprache der modernen Wissenschaft. Antisemitismus ist ein zentraler Bestandteil der westlichen Kultur, weil die Rhetorik der europäischen Kultur ihre Wurzeln im Christentum hat, selbst noch in ihrer säkularisiertesten Form. Deshalb wurde das negative Bild der Andersartigkeit des Juden, wie es sich in der Heiligen Schrift findet, zum Hauptbezugspunkt aller Definitionen von Andersartigkeit innerhalb der westlichen Welt. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Noch beim linken Antisemitismus, dort vielleicht noch in ausgeprägtester Form, spielt eine solche christliche Konstruktion der Juden eine Rolle. Die französischen Frühsozialisten, die Anarchisten, sogar Marx, bei aller Religionskritik, stehen in einer solchen Tradition. Was auch immer wir der wertformanalytischen Antisemitismuskritik von Moishe Postol verdanken, sie setzt zum Ende des 19. Jahrhunderts ein und zeigt in großartiger Art und Weise auf, wie der Antisemitismus im Kapitalismus seinen fetischistischen Bezugsrahmen findet. Das reicht natürlich für eine Analyse des Antisemitismus als solchen nicht aus.
was er ja auch noch gar nicht intendierte in diesen Schriften. Er wurde ja auch, wenn auch sicher etwas verkürzt, von Linken rezipiert, aber teilweise ja auch abgelehnt, weil so mancher Linke so gern lieber nur das Finanzkapital kritisieren wollte und sich den Antisemitismus nicht madig machen lassen wollte, weil sie ihn für einen Antikapitalismus der dummen Kerle halten, wie das im 19. Jahrhundert schon formuliert wurde. Aber der Fetisch des Kapitals naht die Linken nicht weniger als die Rechten. Die Grenzen zwischen, sei es religiösen, sei es politischen Gemeinschaften, bestehen vor allem in den Fantasien der Gemeinschaften über ihre eigene Besonderheit. Das gilt für Linke wie für Rechte. Das, und darum diskutieren wir ja auch das Problem der selbsthassenden Juden, die von Antisemiten gern gesehen werden, verweist auch auf das Problem der Konvertiten, die ja die Möglichkeit des Überschreitens von Grenzen beweisen. Gilman nimmt das Beispiel Judah ben David Halevi, der ersten Konversion nach Augustinus Confessionis, der durch den Bekehrungsbrief zum Mönch Hermann wurde. Hermanns Weg war, wie er sagt, dornenreich, was ja an einen noch berühmteren Juden erinnert, der bei den Christen eine erstaunliche Karriere als Gott machte und eine Dornkrone trug. Im Gegensatz zu Nikolaus Donin, wir berichten auch schon darüber, der ja als Konvertit für die Talmudverbrennung von Paris verantwortlich war, musste der Mönch Hermann sich von den Christen so einiges gefallen lassen. Er musste sowohl Zorn und Drohungen von Seiten der Juden erdulden, als auch das misstrauische Zögern seiner zukünftigen Glaubensgenossen. Ein Mönch, dem Hermann anvertraute, dass er seinen Weg zur Bekehrung noch nicht klar vor sich sehe, schleuderte ihm entgegen, er sei von Natura aus unfähig, die Wahrheit Christi zu erkennen. Hermann berichtete von seinen inneren Zweifeln zu diesem Zeitpunkt. Wenn Juden wirklich unfähig waren, die Wahrheit zu erkennen, wie sie einst, zur Zeit Moses, sich ihrer Erkenntnis verweigert hatten, so war sein Kampf mit sich selbst zwecklos. Diese beiden Stränge, der Vorwurf des Mönchs, Juden seien unfähig, die Wahrheit zu erkennen, und Hermanns Angst vor den anderen Juden, zeigen die Kontinuität des christlichen Vorurteils über das Wesen der Juden. Hermanns Bekehrungsbrief war an Christen gerichtet und verfasst von einem, der sich selbst als Christ verstand. Er spiegelt alle Einstellungen der Christen den Juden gegenüber wider, aus der Perspektive eines Juden, der bestrebt war, sich nicht länger als solchen zu betrachten. Der Konvertit wurde ein erfolgreicher Christ. Gründungsabt des Klosters von Scheda. Alles, was man ihm entgegengeworfen hatte, vertrat er nun selber. Die Unbelehrbarkeit der Juden, die Weigerung, das Alte Testament als Hinführung zum Neuen zu deuten und dass die Juden am Buchstaben statt des Geistes der Bibel festhielten. Das stammt zwar von Paulus, aber wir finden es auch in den theologischen Jugendschriften Hegels. Das hat also eine lange Geschichte bis heute. Hermann schildert dann auch die Wünsche nach einer mystischen Vereinigung mit Gott, zu der Juden aber nicht fähig seien. Die jüdische Mystik konnte er wohl nicht kennen. Die Konvertiten waren ein wichtiges Moment der kirchlichen Argumentation, aber nur zur öffentlichen Schaustellung, dass Juden verstockt und blind seien. Es wurde ja dann von einem unlösbaren Band zwischen Konvertiten und Juden, wenn auch nicht offiziell, gesprochen. Etwa sollte der Konvertit Domin alle Gesetze, also die 613 Mitzvot, einhalten, während die Juden von den Christen sagten, sie sollten sich nur an die 10 Gebote halten. Einen weiteren Schritt ging Martin Luther in der Entmenschlichung der Juden. Er machte die Judenfeindschaft zum Grund ihrer selbst, was wir ja auch von den Nazis kennen, wenn er sagte, wenn sie 1500 Jahre gelitten haben, können sie doch nicht behaupten, sie seien das erwählte Volk. Raoul Hilberg hat in seinem Buch Die Vernichtung der europäischen Juden, kann man nachlesen auf Seite 17, eine Tabelle veröffentlicht, kanonische und narzisstische antijüdische Maßnahmen, wo christliche Verordnungen des kanonischen Rechts und Nazi-Maßnahmen gegenübergestellt wurden. Darauf werde ich in einer späten Sendung noch genauer eingehen, wenn der linke Antisemitismus vor und nach 45 behandelt wird. Jetzt geht es erst einmal darum, wie Gilman Luther im Kapitel die Sprache der Diebe verhandelt.
Martin Luther setzte den unerbittlichen Prozess der Entmenschlichung der Juden fort, indem er den Anspruch der Juden auf das Hebräische als ihrer Sprache leugnete und ihnen jenen magischen Einfluss auf die Welt absprach, den man ihnen oft zugeschrieben hatte, weil sie diese magische Sprache beherrschten. Er zerstöre damit die besondere Stellung als Volk mit einem geheimen, anderen, unzugänglichen Wissen über die eigenen Bücher und erniedrigte damit auch die Konvertiten, da deren künstliches Selbstwertgefühl innerhalb der christlichen Welt auf eben jenen Anspruch beruhte. Wenn sie keine Magier waren, waren sie einfach nur Schwindler, die mit Leichtgläubigkeit ihre christlichen Opfer spielten. Damit reiht sich Luther in jene Renaissance-Tradition ein, welche die Sprache der Juden mit der Sprache der untersten Schicht der europäischen Gesellschaft, der Bettler, Diebe und vagabundierenden Mörder, gleichsetzte. Luther behauptete sogar in seinem zunächst anonym 1512 veröffentlichten Buch der Diebe, Hebräisch gehöre zur Geheimsprache der Kriminellen. Wie jede Lüge, die sich verbreiten soll, gab es ja solche Phänomene wie das, dass Juden an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und ihnen nichts anderes übrig blieb, als sich als Gauner das Leben zu verdienen und einen Jargon sprachen, der mit hebräischen Elementen gespickt war und auf Landkarten hebräische Buchstaben für irgendwelche krumme Sachen nutzten. Aber Luther machte daraus den wesensgemäßen Ausdruck jüdischer Geisteshaltung. Und dass die Juden schon einige Zeit eine Mischung aus Deutsch und Hebräisch sprachen und in hebräischen Buchstaben notierten, nämlich Jiddisch, nutzte er für seine Demagogie, die ja, das macht den Antisemitismus ja auch so wirksam, will sie erfolgreich sein, Elemente von Wirklichkeit enthalten muss. Zur Zeit Luthers gab es ein Jiddisch, je nach Datierung und Absteckung der Grenzen 200 bis 300 Jahrhunderte lang schon. Im 16. Jahrhundert gab es schon eine ansehnliche Zahl von jiddischen Texten, vorwiegend volkstümlicher, religiöser Art, eine Sprache, die der christlichen Welt leicht entgehen konnte. Hebräisch war wie Lateinisch eine Sprache der Religion geworden, während das Jiddische eine weltliche Sprache war, die von denen, die die hebräische Schrift nicht kannten, durchaus schwer zugänglich war. So gab es durchaus ein Fundamentum in Re für die Vorurteile, die im 17. Jahrhundert als Gaunersprache dann untersucht wurde. Es wurden sogar Lexika erstellt. Aber man interessierte sich dann für das Jiddische auch als Instrument der Judenbekehrung. Da ja Hebräisch nicht das geeignete Medium war, während noch im 15. Jahrhundert Grammatiken der hebräischen Sprache erschienen. Denn mit dem Protestantismus wurde das Hebräische für das Christentum reklamiert. Um 1700 erschien ja auch die antisemitische Schrift von Eisenmenger, haben wir auch schon oft erwähnt, die wir auch schon thematisiert haben, also, wo der Talmud als Verschwörung der Juden dargestellt wurde, aber auch ein jiddisches Glossar wurde in dieser Schrift angefügt. Aber auch Konvertiten wie der mit dem Kürzel JW wirkten im 18. Jahrhundert, die eine Schrift namens Sprachmeister veröffentlichte, das eine theoretische Einführung jiddische Gespräche und Übersetzung enthielt, mit der Ermahnung, es sei wichtig, die Sprache der Juden zu kennen, um ihnen nicht in die Falle zu gehen. Nach JW war das Jiddische die Geheimsprache des jüdischen Handels, die Sprache, mit der die Ausbeutung der Nichtjuden verschleiert wurde. Hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was da im 19. Jahrhundert dann über Juden gesagt wird. Mit der Haskala, also der jüdischen Aufklärung, begann auch eine Zeit, in der die Juden gezwungen werden sollten, das Hebräische und Jiddische aufzugeben und die Sprache der Mehrheit zu sprechen. Das haben viele ja auch getan. Die Generation nach der jüdischen Emanzipation sprach ja weitgehend Deutsch, aber da hatte man nun eine neue Sprache gefunden, weder Hebräisch noch Jiddisch, sondern das Mauscheln, das sich übrigens von Mosche herleitete, nicht? Manchmal auch Jüdeln genannt. Das wurde aber nicht für die Sprache verwendet, es war auch ein Wort für Wucherzinsen kassieren wie die Juden. Da sehen wir, wie dort demagogisch, ideologisch gearbeitet wurde. Es war also eine Projektion, die nicht nur eine jüdische Sprache, sondern auch das Handeln umfasste. Julius von Voss schrieb eine Parodie auf Lessings Nathan den Weisen, in denen nun der Nathan nicht Deutsch spricht, wie bei Lessing, sondern mauschelt. Noch heute, wie wir alle wissen, ist das Wort Mauscheln
nicht nur in aller Antisemitenmunde. Das ist also in die Alltagssprache durchaus eingegangen und wird auch in Kontexten verwendet, die mit Juden nichts zu tun haben. Eben halt Gaunersprache und solch ein Handeln wie Juden. Aber diese Identifikation der Juden hat sich überliefert, auch bis in die Zeit des modernen Antisemitismus zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. So müssen wir noch auf antijüdische Juden hinweisen, die wir im langen 19. Jahrhundert vorfinden. Das lange 19. Jahrhundert geht so ein bisschen über die Grenze 1900 weg und endet 1933. Das hat man auf manchen Gebieten so als Epochenbruch genommen. Während später Adorno und Horkheimer sich heuristisch in die Antisemiten einfühlten, um das ganze Potenzial des antisemitischen Wahns zu erkennen und offenzulegen, finden wir bei jüdischen Antisemiten, wie beispielsweise Otto Weinige, auch neben seinem Antisemitismus auch so eine Art Selbstreflexion, die er ja wohl bis zu seinem Suizid betrieb. Ich zitiere also Christine Achinger, das Buch, aus dem das stammt, Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft, das von Hahn und Kistenmacher, also Olaf Kistenmacher, der hier auch gut bekannt ist, herausgegeben worden ist. Da geht sie auf Weinige ein. Sie schreibt, als Text eines Autors aus jüdischer Familie, der nach Erlangung des Doktorgrades zum Protestantismus konvertierte, wird das Buch heute jedoch in erster Linie als Dokument des jüdischen Selbsthasses oder als Beispiel für den Zusammenhang von Antisemitismus und Geschlechterdiskursen diskutiert. Tatsächlich ist das Buch beides. Der Versuch, radikal misogyne und judenfeindliche Überzeugungen zum philosophischen System zu machen und einer der ersten Texte, in denen Antisemitismus und Frauenhass als Resultat von Projekten verleugneter Anteile des Selbst nach außen beschrieben werden. Geschlecht und Charakter ist insofern ein antisemitischer Text und zugleich eine Theorie des Antisemitismus. Hier manifestiert sich mit besonderer Deutlichkeit einer jener Züge, die das Interesse an Werk und Autor für mehr als ein Jahrhundert wachgehalten haben. Die eigentümliche Mischung aus Scharfsicht und Verblendung, mit der Weiniger seine Obsessionen bis zu einem Punkt vorantreibt, an dem der Text zumindest vor Momente sich selbst durchsichtig zu werden scheint. Und Weiniger schrieb ja, dass, wenn er vom Judentum spricht, gar nicht den Einzelnen oder die Gesamtheit meine, sondern den Menschen überhaupt, sofern er Anteil hat an der platonischen Idee des Judentums. So eine Art seinsmetaphysischer Angriff auf das Judentum, könnte man das nennen. Sein Mitschüler des Schottengymnasiums in Wien, Arthur Trebitsch, übernahm dann noch zusätzlich die Rassentheorien von Chamberlain und Konsorten. Und in seinem Buch Geist oder Judentum von 1921 zitiert er sogar die Protokolle der Weisen von Zion, nachdem er schon 1919 in Geist und Judentum, ähnlich klingende Titel der Schriften, davon sprach, dass die Juden das Land überfluten wie ein Heuschreckenschwarm und den Abgrund von Ware und Käufer aufreißen. Er verleugnete, obwohl er es besser wissen müsste, sein eigenes Judentum. Dass er Jude sei, so erklärte er, sei nur eine fixe Idee der Arier, denn er sei durch ein Wunder von aller Judenblütigkeit bewahrt worden. Er forderte die Arier auf, seinen dolichokephalen Goten- und Nordgermanen-Schädel zu messen. Da wurde er von der Antisemitenbewegung, die 1919 avancierte, mit offenen Armen empfangen. Wie auch Gilman, um auf den nochmal zurückzukommen, betont. Hier hatte man einen Juden, der die Behauptung bestätigte, die Juden hätte diese Niederlage, also des Ersten Weltkrieges gemeint, verursacht. Trebitsch war nicht der einzige Jude, der sich in der Zeit der konservativen antisemitischen Partei anschloss. Dazu gehörten auch Schriftsteller und Aktivisten wie Paul Nikolaus Kossmann und der an Walter Rathenaus Mordung beteiligte Ernst von Salomon.
Trebisch sprach auch von einer angeborenen Andersartigkeit der Juden im psychologischen Sinne. Verwendete also diesen Rassenkauderwelsch des 19. Jahrhunderts. Die Defekte würden sich vor allem in der Besonderheit der Sprache äußern, wie Trillman betont und schreibt. Trebitsch sieht diese Besonderheit nicht nur im Ton oder in einer Nationalsprache, sondern vielmehr in einer spezifischen Gestik, die allen Juden gemeinsam sei. Für Trebitsch liegt darin der Schlüssel zum Defekt der Sprache der Juden und ihrer materialistischen Ausrichtung verborgen. Die Gestik, Teil der Sprache, enthülle das Wesen der Juden in seiner ganzen auf sich selbst Bezogenheit, welche sich sogar in Texten wiederfindet, die in makellosem Deutsch verfasst seien. Heinrich Heine ist für ihn das Paradigma eines Menschen ohne Tiefe, allein durch den Ton gebrochener Ironie. Aber er hält den, wie er es nennt, späten Heine für genial wegen seines Bekenntnisses zur innerlichen Vieldeutigkeit und sieht ihn als Vater des journalistischen Geistes, dessen geistreicher Witz allerdings genau seine Krankheit entlarve. Aber die Neigung zu Wortspielen, wie er sich im jüdischen Witz findet, sieht er als Sprachmissbrauch der Juden. Gerade das setzt er in Beziehung zu dem, was er jüdisches Geschlechtsleben nennt. Er spricht den Juden primäre Empfindung ab wie Liebe und derartige Dinge. Und Jemen schildert das so. Die Juden hätten Masturbation und Homosexualität erfunden, bezeichnenderweise, weil es sich dabei um rein mechanische sexuelle Akte ohne wirkliche Beziehung zwischen Sexualpartnern handle. Die Juden sind für ihn somit pervers, sowohl in ihrem Umgang mit Sprache als auch in ihrem Sexualleben. Beides sei in ihrer Psyche untrennbar miteinander verbunden. Während Weiniger wegen der Veröffentlichung seiner Doktorarbeit Freud um Hilfe bat und von ihm nicht nur eine saftige Kritik, sondern auch Hilfe bekam, nutzte auch Trebitsch die Psychoanalyse Freuds, die 1919 ja schon weitgehend existierte, obwohl er es für eine jüdische Wissenschaft hielt, die dann auch nur für Juden sei, nicht für eine ganzheitliche, nicht-jüdische Persönlichkeit. Gewisse Ähnlichkeit hat das übrigens auch mit der Psychologie C.G. Jungs, der also in dieser Art und Weise auch Freud als unganzheitlich kritisierte. Aber ohne einen Gang von Wien 1919 zur heutigen Zeit kann es nun auch nicht gehen. Gibt es auch einen Trebitsch des 21. Jahrhunderts? Natürlich nicht mit der Rassentheorie des 19. Jahrhunderts. Aber in Saint-Frans Heft 7, dem vorletzten Heft, also fand ich Hinweise dazu bei Gerhard Scheidts Aufsatz jüdischer Israelhass, der die Überlegung, auf die ich mich bezog, in dieser Richtung weitergeführt hat. Ich zitiere: Nicht zufällig kam der alte jüdische Antisemitismus aus dem akademischen und subakademischen Milieu Wiens. Und nicht zufällig kommt der neue jüdische Israelhass vom Campus der USA. Als der Arthur Trebitsch des Antizionismus hat sich dabei Judith Butler etabliert. Sie stützt sich eben nicht auf Rassentheorien, sondern auf deren postmodernes Äquivalent, die Theorien der Dekonstruktion. Insofern Trebitsch die Rassentheorie nur dadurch relativieren konnte, dass er letztlich doch stipulierte, der Geist baue den Körper, nahm er schon etwas von der poststrukturalistischen Theorie vorweg. Wie in den rassetheoretischen Wahngebilden, nur mit anderen Argumenten, wird das Subjekt-Objekt-Verhältnis durchgestrichen und damit der Tod des Subjekts proklamiert. Ob Rasse oder anti-identitäres Projekt, es geht um die Durchsetzung eines objektlosen Kollektivs, in dem der Einzelne, das Individuum, nicht mehr als Subjekt gedacht werden muss. Wenn aber der Rassenantisemitismus einmal auf die Souveränität von Nationalstaaten zielte, um den Vernichtungskrieg über deren Grenzen hinauszutreiben, zielt heute der Dekonstruktionswahn auf die jüdische Souveränität, um die Juden wieder zu entwaffnen und der Vernichtung auszuliefern.
Und vordringlich erscheint es bei Chomsky, Finkelstein oder Butler, das Bündnis des US-Hegemons mit Israel aufzulösen. Galt es für Trebitsch, noch eine germanische Weltordnung zu verwirklichen, die es den Deutschen ermöglicht, die anderen Völker zum Vorteil aller zu verwalten, so für Butler einen internationalen Sozius, ohne den hinfort kein nationales Subjekt existiere. Im Namen dieses Sozius visiert sie ein Aufgehen Israels in einem größeren Israel, Palästina. Sie leugnet, dass es der organisierten Gewalt des Souveräns bedarf, die Vernichtung der Juden zu verhindern, obwohl doch überall die Zeichen zu erkennen sind, die auf eine Wiederholung von Auschwitz hindeuten. Sie leugnet, dass es eines jüdischen Staates bedarf, solange die Menschheit in der Form von Nationalstaat und Kapital existiert. So scheint. Auch Butler hat mit ihrer jüdischen Identität so ihre Probleme, die sie sogar anspricht, wenn sie sich auf nichtjüdische Aktivisten in Beziehung setzt, die vernichtungsantizionistisch gegen Israel agieren. Bemühte Trebitsch ein Wunder, durch das er als arisch gelten wollte, so fürchtet Butler, mit den Juden unter den Staaten identifiziert zu werden, weil sie jüdischer Herkunft ist. Von einer solchen Linken geht ein gewisser Druck aus, dem sie immer mehr nachgegeben hatte. Als Skalionsfigur der BDS-Bewegung, also diese Boykottbewegung, die Israel delegitimieren möchte, die sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben hat, kann sie als Jüdin, so meint sie wohl, diese Bewegung unverdächtiger repräsentieren. Trebitsch war ein Außenseiter, der kaum wahrgenommen wurde. Butler kann nach der Zerstörung des Feminismus und der Abschaffung der Homosexualität nun ihr Jüdischsein als gegen die Judensein praktizieren. Genau an dem Punkt, wo die Juden sich gegen ihre Feinde politisch zusammenschließen. Das ist ein Judesein, das sich selbst auflöst, ein anti-identitäres Projekt oder, wie sie schreibt, die Loslösung von einem jüdisch zentrierten Bezugsrahmen und die Betrachtung des Jüdischseins im Moment seiner Begegnung mit dem Nichtjüdischen und der sich daraus ergebenden Zerstreuung des Selbst. So heißt das am Scheideweg. Das Diktum von Theodor Lessing in seinem Buch Der jüdische Selbsthass lautet folgendermaßen, bezogen jetzt auf Trebitsch, indem er, also Trebitsch, in sich selbst den Juden verfolgte, glaubte er, von Juden verfolgt zu sein. Das kann man natürlich auch auf Butler und andere, wie hatten wir sie genannt, sogar Juden beziehen. Das wird natürlich noch genauer zu diskutieren sein. Wir können ja leider nicht immer alles auf einmal sagen. Aber dazu müssen wir noch den sozialistischen Antisemitismus, wie er seit dem 18. und 19. Jahrhundert sich entwickelte, rekonstruieren. Und wie er wohl erstmals von Edmund Silberner in Sozialisten zur Judenfrage diskutiert wurde, noch genauer diskutieren.